Jo, hallo und willkommen wieder beim absoluten Überboss Alpha Kevin. Ja, ihr habt gerade meine sternen Muskeln gesehen. Ihr seht, dass der Alpha Hoodie High Class, das ist übrigens so ein ILHH Hoodie, das heißt I Love Hip Hop. Das bedeutet, wir widmen uns jetzt auch dieser Hip-Hop-Szene, beziehungsweise auch der K-Pop-Szene und was weiß ich. Denn Jules, auch ein geiler YouTuber, by the way, habe ich immer mal reingeschaut, vor allem auch wegen dieser Reaction-Szene, hat immer mal was gegen die Reaction-Szene gemacht. Könnt ihr gerne abchecken, der Link dazu ist oben in der Beschreibung. Der hat wieder ein Video gemacht, also es ist jetzt schon fast 2 Monate her. Weitere Abgründe der Reaction-Szene, Part 2, erotisch. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir vielleicht schon mal im Stream irgendwann angeguckt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und das klingt auf jeden Fall spannend und so ein bisschen traurig, weil ich kann mir wieder vorstellen, wie lost die ganze Situation wird. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was er jetzt dazu zu sagen hat. Ja. Ich mach's mal kurz klein. Achtet mal bitte auf den Jungen rechts hier. Oh Gott, ja Mann! Ja Mann! Oh, wie geil! Wie geil! Und in dem. Junge, wie kann man. Ey, ist ja ohne Scheiße, ich hatte das jetzt nur nachgemacht, ne? Aber wie kann man das ernst meinen? Ja, wie kann man das ernst meinen, dass das eine geile Reaction ist? Das ist ja wirklich so dermaßen übertreten, ne? Ich habe jetzt gerade gefühlt eine Gehirnerschütterung bekommen. Und wollte es einfach mal nachmachen und es ist furchtbar, ja. Also ich weiß nicht, das ist ja auch so unauthentisch. Das ist absolut unauthentisch. Im Sinne, mal gucken, was die Reaction-Welt so wunderbar Scheiße, ey, scheiße. Ich glaube, wenn dieser Dude so weitermacht. Ich glaube eher, dass der hatte gerade einen epileptischen Anfall oder so. Der muss eigentlich geholfen werden, ne? Dass YouTube das nicht sperrt wegen Epilepsie im Video. Weiß ich nicht, ja. Weiß ich nicht, ist schwierig, ne? Dann wird er sich noch tot reagieren. Oh Gott. Falls es euch mal schlecht geht, denkt einfach daran, dass dieser Stuhl auch Gefühle hat. Ey, guck mal bitte, dass Mikro gestoppt hat. Genau rechtzeitig. Bitte, guck mal. Was ist hier drauf? So Kollege und Fari Bang, oder wie? Augen, ich sehe den dann blind. Vielleicht steht auch Kollege einfach. Einfach Bushido und K1 ein. Ja, Leute, was? Wisst ihr noch? Was? Von unseren Augen, ich sehe den dann blenden die einfach Bushido und K1 ein. Was? Das hier ist K1 oder wie? Und das hier soll Bushido sein. Ja, true, true. Ja, bei hier oben steht ein Kollege einfach in Bang, Roid Rage. Ja, und er sagt, ja, da blenden die einfach Bushido und K1. Ja, scheiß drauf, Digga, wirklich. Also, die Mensch ist echt dumm. So Augen, die sieht und dann blenden die einfach Bushido und K1 ein. Ja, Leute, wisst ihr noch, Jung Brutal gut aus den 3 mit K1 und Bushido, weil ein paar Jahre zuvor der legendäre District Leben und Tod des Farid Bangers kam? Legendäre Zeit, legendäre. Ah, stimmt, das war eine gute Zeit. Ein paar Thumbnails von Reaction-YouTubern mit meinen Interpretationen, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie lächerlich sie sind. Und ich würde sagen, let's go. Der liebe Sofian sieht einen Geist. Sofian und Flo der Flo haben vergessen, den Stream auszumachen und sind auf dubiosen Seiten unterwegs. Flo der Flo, bevor er seine Mathearbeit zurückbekommt. Flo der Flo bekommt seine Mathearbeit zurück. Flo der Flo nimmt das erste Mal MDMA im Club. Die 3 Phasen des Mehmets. Der nachdenkende Mehmet, der sich am Kopf gestoßene Mehmet und der boxende Mehmet. Chris lutscht. Okay, Leute, einer geht noch. Sofian schließt sich Hitlers Armee an, 1943. Perfekt. Wisst ihr noch, was ich sagte? Wenn ein Song mal Schmutz ist und absolut Gammelmüll, dann sagt man einfach, wie unendlich gut das Video ist. Musikvideos on top. On ja, top. Mann, ja, Mann. Ist strong. Ey, aber die Musikvideos sind krank bei ihr. Ey, und egal wie schrecklich das klingt, aber die Musikvideos, ey, absolut geil. Hast du die Farbe gesehen, Alter? Babyblau, ey. Babyblau ist genau die Farbe, Mann. Das ist einfach die Farbe, Bruder. Und wisst ihr, was auch Babyblau ist, beziehungsweise was richtig geil ist? Achtung, Achtung. Special, keine Ahnung, was meine Katze hier macht, aber sie chillt hier auch. Und sie will mich beißen. Was habe ich denn gemacht? Ja. Ey, ich schwöre, ich habe nichts gemacht, ja. Ich habe gar nichts gemacht, ja. Ich habe gar nichts gemacht, ja. Hallo? Alter, die chillt immer auf dieser Kopflehne. Ich feier das. Hey. Ist gut. Ja, sie möchte jetzt mitreagieren, by the way. Deswegen muss ich das Mikrofon ein bisschen runter machen. Mali, sag mal was hier ans Mikrofon. Feine, ja. Nee, ihr geht's gut. Alles ist cool, wir gucken weiter.
Aber heftiges, also wirklich, das vor dem Musikvideo. Baby blau ist das hier. Heftig, aber das Musikvideo ist mit das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Ey, krass, mal auf das Eye-Make-up hier. Achtet mal drauf. Heftig. Warum achtet man auf so eine Scheiße, Alter? Was ist ein Eye-Make-up, Bruder? Ali, sag doch auch mal was dazu. Wer achtet denn auf so eine Scheiße? Die hat irgendein hässliches Kostüm an und der achtet auf Eye-Make-up. Was ist denn hier los? Sag mal, da läuft doch irgendwas schief, du bist doch weiblich. Du musst doch wissen, um was der hier redet. Ja, egal, weißt du. Bin ich auch sprachlos. Und jetzt stell dich einfach mal vor, Kollege würde ein Video machen mit 3 Frauen in einem Käfig. Schöne Welt, schöne Welt. Und auch immer diese Kommentare von Katja-Fans, ey. Ich sehe schon, da steht die Musik wirklich im Vordergrund. Der Hammer, deine Lieder sind einfach Mashallah. Lass mal, bitte. Katja, deine Füße sind mega geil. Heute Nacht folgen wieder Träume, Alter Schwede. Net my mommy. Ich verstehe es bis heute nicht, wie man auf Füße stehen kann, ja. Muss ich auch an der Stelle sagen. Es ist wirklich so, Füße. Alter, man läuft die ganze Zeit so in Schuhen rum und so und dann stinken die Füße. Was ist an Füßen bitte geil? Kann mir das mal jemand verraten? Irgendjemand mit dem Fußfetisch ist, der ist doch draußen, der kann doch jetzt hier ein paar Insider geben. Sex noch raus, komm auch pünktlich rein zu Haus. Weiter, 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 weiter. Ja, weil was lese ich hier, Alter? Weiter so und nicht anders. Bitte. Gutes Teil an Musik. Ich hasse Menschen, ich hasse Katja-Fans. Verständlich. Ey, du musst mal unter die Instagram-Posts gehen. Dann also schreib mich an, DM. Komm hier, komm, let's go. Es sind auch so viele Bots unterwegs und so, ne? Also Instagram wird da voll zugemüllt, aber manche, die meinen es halt wirklich ernst. Ne? Warum nicht jeder Mensch gute Reactions zu Deutschrap machen kann? Teil 1. Ich wollte sagen, ne? Du musst ja immer was berechnen. Also, ne? Reaktionskosten mal einen gewissen Wert und es wird halt auch gewinnen. Was? Was machst du? Was? Teil 1. Ich wollte sagen, ne? Du musst ja immer was berechnen. Also, ne? Reaktionskosten mal einen gewissen Wert und es wird halt auch gewinnen. Was machst du? Deswegen. Also, das ist schon echt krass, was sie da an Verlust nicht macht, aber was da für uns zurücksteckt. Mit wir diese Geschichten oder diese Box mit den Inhalten für dieses Geld bekommen kann. Bro, nett gemeinter Rat, such den Logopäden, dann fang mit Reactions an. Übrigens, Leute, Iron Man macht. Es ist so ehrenlos. Es ist auch so vorhersehbar, dass diese Reaction von Schulz kommt. Er sucht ja erst einen Logopäden. Nein, ey, man macht sich nicht lustig, ja, über sowas. Von daher, Leute, wir entspannen uns. Ja, also das war nicht cool. Das war nicht, es gibt ein Dislike aufs Video, Mann. Wir machen weiter. Los geht's. Jetzt auch Rages zu Deutsch. Ich bin ehrlich, ich habe auch vom Inhalt her nichts verstanden. Ich habe mich auch viel zu sehr auf den Text konzentriert, dass du keine Ahnung, was jetzt der Inhalt war. Rap. Nein, es ist kein Rap. Oh shit. Yeah, baby. Yeah. Fühl ich. Du gottverdammter Setz mich auf sein Face und was ist das für einer? Zu reden, ha? Lass du meine Position. Super stark. Jürgen, beruhig dich. Wenn ich kommen soll, musst du mich bitten. Schön noch Breaking Bad genommen, diese Kugel, oder? Ja, Mann. War das nicht von Wrecking Ball, von Miley Cyrus? Wrecking Ball, irgend sowas, ja? Und da, hä? Ist da eine Abrissbirne? Ist das Breaking Bad? Keine Ahnung, ich habe auch nicht Breaking Bad geschaut, vielleicht ist es ja ein Insider. Ganz offensichtliche Breaking Bad-Anlehnung von der lieben Katja hier. Steck ihn einfach mal hinten rein. Du siehst aus. Ne geile Bitch. Oh Junge, was ist denn das für einer? Ich hab so das Gefühl, der hat ganz komische Neigungen, der rechts unten. Der unter mir ist. Bruder, das sieht gar nicht gut aus, Mann. Ich glaube, das Verhalten ist nicht ganz normal auf jeden Fall. Ich sehe schon, Leute, bald kommt das erwartete Katja und Iron Man Feature. Bin gespannt. Yeah! Wo ich diese Scheiße sehe, möchte ich lieber zu den Army Reactions. Ja, schrecklich, wirklich. Der Typ, er überreagiert nicht, er hat sich zum Orgasmus reagiert. Guckt euch bitte die Fresse an. Ey, wirklich, ich sag gar nicht böse gemeint, aber guckt euch mal bitte das Gesicht an.
Es ist halt auch so weit gekommen, dass man die Schneidezähne nicht mehr sieht. Der hat einfach die Lippe über seine Schneidezähne hat er einfach geschoben. Und hat er. Und geht er gerade richtig ab hier. Was ist los bei ihm? The fuck? Reaction-Szene ist echt Schmutz, ne? Gut, dass wir hier einen Reaction-Kanal haben. Yeah! Warum nicht jeder gute Reactions zu Deutschrap machen kann, Teil 2. Ich bin Deutschrap-Sänger, neben mir wird wie ein Boyband-Sänger. Vielleicht ist das auch eine Schnaps-Idee. Nennt man das Gassi-Gang. Das Video richtig geil gemacht. Ja, das Video finde ich auch richtig gut. Das Lied an sich wäre jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich mir kaufen oder jetzt ständig hören oder so. Mhm. Weil ich aber eben eine Frau bin. Leute. Am besten macht ihr Reactions zu Schminkvideos oder irgendeinem anderen Scheiß. Ihr habt im Deutschrap nichts zu suchen. Ist das nicht die von... Ist das nicht die? Die sind doch manchmal im Fernsehen, oder? Lisha und Lou oder sowas. Ich weiß nicht, wo die mitmachen. Irgend so ein... Ich weiß nicht, Temptation Island oder irgendein Beziehungsscheiß. Ah, ist immer so ein bisschen unangenehm. Du reagierst auf was, wovon du noch nie irgendwie auch nur ansatzweise Ahnung hattest. Dann willst du eine Meinung raushauen. Diese Meinung ist halt schon auch objektiv gesehen einfach sehr Schmutz. Was ist mit ihm los? Ich glaube, der hat irgendwie Tollwut oder sowas. Hat dieselbe Farbe wie dein Hoodie. Ihr verdammten Kuh. Hey, ihr beiden. Macht doch lieber etwas, was eher in eurem Kompetenzbereich liegt. Zum Beispiel eine eklige Bohnen-Challenge. Machen die schon? Wir sind am Arsch. Ja, ich glaube auch, wir sind am Arsch. Macht doch als nächstes mal eine Challenge, wer von euch beiden mehr Föhne und Toaster mit in die Badewanne nehmen kann. Mal gucken, wer schneller ist. Wenn es einen Grund gibt, warum ich TikTok liebe, dann, weil der Reaction-YouTuber überhaupt auf dieser Plattform sein Unwesen treibt. Mal gucken. Okay, es ist jetzt genau 3 Uhr. Wir werden jetzt versuchen, diese Nummer hier anzurufen. Die Nummer des Teufels 666. Im Anschluss nicht erreicht werden. Rätsel. Wie oft hat Chris so ein Video hochgeladen? Ich sag, ich weiß wirklich nicht, ne? Ich sag 20 Mal. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Kanal nochmal übertreibt und 20 Mal dieses Video hochlädt. Das machen viele TikToker, die so, ich weiß nicht, ob das Bots oder wo die dann denken, dass sie damit Reichweite bekommen, aber das machen viele YouTuber so, oder viele TikToker so. Einmal, zweimal oder viermal? Richtig, 16 Mal. Okay, oh, ist jetzt genau 3 Uhr. So knapp. Wir werden jetzt versuchen, diese Nummer hier anzurufen, die Nummer des Teufels 666. Das war so knapp. Ach ja, der verzweifelte Versuch, mit Trash-Content auf TikTok viral zu gehen, Alter, das ist schrecklich. Dieser TikTok, sagt man zu der Scheiße so, hat mir auch sehr gefallen. Oh mein Gott, Freunde, Kapi hat mir gerade bei WhatsApp geschrieben und meinte, ihr sollt mir alle bei TikTok folgen. Den Chat seht ihr gleich, aber folgt mir erstmal. Oha, wie schlecht ist das bitte? Also, ihr seht, folgt dem Chris definitiv auf TikTok. Sonst bringt Kapi nie wieder Musik, was wirklich schrecklich wäre. Aber man muss wirklich sagen, Chris... Aber ist das nicht... Das ist ja eigentlich positiv, ja, dass Kapi keine Musik bringt, ja. Also ich kann mit der Musik eh nichts anfangen, muss ich an der Stelle sagen. Also bei Capital Bra irgendwie keine Ahnung. Ich fand damals Neymar und 5 Songs in einer Nacht, das waren noch gute Lieder, weil das war so am Anfang von der ganzen Hype-Sache. Danach war das so overhyped, dass ich keinen Bock mehr hatte. Und ich bin so einer, wenn etwas zu krass gehypt ist, dann fühle ich es nicht mehr. Also wenn das zu groß, wenn das zu hoch gepusht wird, habe ich irgendwie keinen Bock mehr da drauf. Ist schon traurig irgendwo, ne? Ein wahres Marketing-Genie. Was ist denn mit dem los, ey? Der zerstört einfach alles sinnlos. Also völlig, völlig utopisch. Man muss sagen, Schulz hat da wieder was Feines getroppt vor 2 Monaten. ja, sehr nice, ne? Gibt eine Leaker, ja, starkes Ding. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich find's schon ein bisschen traurig, dass YouTuber teilweise oder auch Reaction-YouTuber teilweise richtig krass reinscheißen. Lisha und Lou, die sollten eher ins Fernsehen gehen, das war's. Und ja, ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr immer so supportet, reinschreibt. Schreibt gern, ihr schaut das eh nicht bis jetzt an, aber sollte irgendjemand das doch bis jetzt anschauen, dann schreibt gerne eine 71 in die Kommentare, damit ich euch wahrnehmen kann. Ja, deswegen, Liebe geht raus, Dankeschön für den Support und damit haut rein. Stechen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.